Hallo, ich möchte Ihnen heute unser Ultraschall Development Kit vorstellen. Das gibt die Möglichkeit, von unseren MEMS-Sensoren, die Ultraschall senden und empfangen können, erstmalig Gebrauch zu machen. Und ich packe jetzt mal alles aus und führe es mal vor. Wir haben luftgekoppelte Ultraschallprobes und wassergekoppelte Ultraschallprobes. Und ich würde jetzt das System aufbauen für den luftgekoppelten Ultraschall. Los geht's! So, was habe ich jetzt hier aufgebaut? Wir haben die Ultraschallprobe. Das ist eigentlich nur der kurze Teil hier vorne, in dem unser MEMS-Sensor verbaut ist. Und hier ist nur zu Demonstrationszwecken ein Reflektor eingebaut, mit dem ich gleich vorführen kann, dass es wirklich auch funktioniert. Dann haben wir das Development-Kit, in dem sich ein kleiner Minicomputer befindet und zusätzliche Elektronik, die die Ansteuerung und Auslese von dem Sensor ermöglicht. Und mit diesem Gerät habe ich mich jetzt mit meinem PC verbunden. Das funktioniert über eine ganz einfache Browser-Anwendung. Und wenn ich mich damit verbinde, dauert es einen kleinen Moment, dass der startet. Und dann bekomme ich das Signal von dem MEMS-Ultraschallwandler angezeigt. Und da ist es auch schon. Was wir sehen, sind die Reflektionen. Gerade ist der Reflektor vollständig zusammengeschoben. Und wenn ich anfange, den zu bewegen, dann bewegen sich die Echos auch weg. Ich kann es jetzt hier in dem Demonstrationsbeispiel bis zu 20 mm rausziehen. Dann wandert es aus dem sichtbaren Bereich. Und in dem Fall endet für uns die Darstellung von dem Ultraschall-MEMS-Bauelement, denn jetzt gibt es die Möglichkeit, es in Ihrem Labor, in Ihrem Testaufbau einzusetzen und herauszufinden, was Sie alles mit den miniaturisierten Sensoren machen können. Gerade auch, weil wir im Mikrometerbereich Abstände auflösen können, da dieser Luftultraschall besonders hochfrequent ist. Viel Spaß beim Ausprobieren!